Puh, den Kampf haben wir überstanden. Adios, Magic. Adios. Oh, 93 Millimeter Schaden. Ab wie viel ist so schlimm? Es bleibt nämlich überhaupt nicht mehr. Glauben Sie, der Origami-Killer hat Manfred getötet? Macht Sinn. Er wollte ihn zum Schweigen bringen. Und Sie verdächtigen Gordy Kramer, stimmt's? Ihn oder seine Leute. Gordy hatte die Zeit und die Mittel. Und die entsprechende kranke Einstellung, die dazugehört. Es ist nur ein Verdacht, aber er sieht verdammt schuldig aus. Sind das die Akten zum Fall? Ich arbeite schon seit Jahren daran. Jede Menge Papierkram. Magazine über Origami? Sie meinen, der Mörder hat eins abonniert? Wenn er sich in den letzten 30 Jahren für Origami interessiert hat, könnte er vielleicht dabei sein. Aber es sind über 500 Namen. Das bringt gar nichts. Ich habe Hunger. Haben Sie was zu essen? Ich bin kein Koch, aber ein paar Rühreier werde ich schon hinkriegen. Toll. Alles klatschnass. Ich muss mich aufwärmen. Ist es okay, wenn ich dusche? Nur zu. Die Tür in meinem Schlafzimmer. Ach so, das war nur zu meinem. Ich mach das Essen und Sie gehen duschen. Oh, ich würde aber gerne mit. Er hat gesagt, er. Die Eier müssen jetzt fertig sein. Hm, so sieht bei mir auch die Eier aus. Wie ein Kalb. Jetzt habe ich auch wieder Hunger auf Rührei. Ich habe mir mal Ihren Bademantel geborgt. Das ist okay. Steht Ihnen gut. Hey, das sieht fast genießbar aus. Was ist das? Das Notizbuch aus Manfreds Büro. Nach diesem Buch haben in den letzten 10 Jahren 30 Kunden Royal-Teile gekauft. Vielleicht auch der Killer. Naja, die Alibis von 30 Kunden zu prüfen und das einzeln ist viel Laufarbeit. Außer, wenn wir sie mit der Liste vergleichen würden. Die Liste der Abonnenten der Magazine. Sie haben sie doch noch, oder? Ja, ja. Lauren, warten Sie. Wenn der Killer tatsächlich mit einer Royal-Maschine geschrieben hat und ein Origami-Magazin abonniert hatte, sollte er auf beiden Listen stehen. Lauren, das ist nur eine Theorie, aber
Ja, ist möglich. Der Name ist hier drin. Los, wir finden ihn. Okay. Der Einzige, der auf beiden Listen stand, starb mit 10. Und was wollen wir machen? Nachsehen, ob er auch wirklich tot ist? Ich weiß, es macht eigentlich keinen Sinn. Außer der Mörder benutzt nur den Namen. Warum gerade ein Kind, das vor 30 Jahren starb? Das müssen wir rausfinden. Sein Name ist John Shepard und er muss einen Grabstein haben. Sie geben nie auf, oder? Origami-Killer, den wollen wir doch schnappen. Macht mir nämlich gerade einen ganz anderen Punkt. Ah ja. Entschuldigung. Ich suche das Grab eines Jungen, der vor 30 Jahren gestorben ist, ein John Shepard. Können Sie mir vielleicht sagen, wo es ist? Die Kindergräber sind im nächsten Abschnitt. Danke. Die werden auch nicht nach einer Zeit ausgesondert. Ja? Bei uns ist man nach 30 Jahren, ist das Grab dann wieder weg. Vielleicht was Neues. Ich guck jetzt nicht jeden einzelnen Grabstein an. Mädel! Hast du es gefunden? Theodore Brown, Shirley Wright, Stanley Martin, Howard, Diana Bell. Ich glaube, ich habe es gefunden. Hey, Lauren! Hier ist es! John S. Shepard. Die Blumen sind noch frisch. Jemand scheint sich um das Grab zu kümmern. Origami-Figuren. Das kann unmöglich ein Zufall sein. Armer Kleiner. Ich kannte den Jungen. Sie kannten John Shepard? Habe fast mein ganzes Leben hier gearbeitet. Ich weiß, was passiert ist. 77. Oktober, glaube ich. Nützlichen Sträuche, macht euch gefälscht hier raus. Los, hauen ab, ihr verfluchten Rotzbengel.
Kommst wieder, versatzte Mutter von der Arbeit zurückkommst. Er ist wieder voll. Und was machen wir jetzt? Es regnet wie aus Eimern. Wir werden klitschnass, wenn wir draußen bleiben und spielen. Aber er schlägt uns nicht. Das bisschen Regen macht nichts. Los, wir spielen. Ich wette, du kriegst mich nicht. Ja, jetzt spielen wir kleinen Jungen. John will mir hochhelfen. Ich beeile mich lieber. John hat recht. Wir sollten hier nicht den ganzen Tag rumhängen, sondern spielen gehen. Lieber draußen nass werden, als drin seine Wutausbrüche abzukriegen. Mami kommt erst später von der Arbeit. Sie würde uns vor ihm beschützen. Nicht. Ja, doch.
John, warte auf mich! Jetzt mach schon! Oh, der... Oh Gott! Oh Gott! Wie hardcore! Ganz ehrlich, bei Detroit Become Human hoffe ich, dass es auch sowas drin gibt. Na los, du bist wegen jetzt dran! Verstecken. Du zählst bis 20 und musst mich suchen, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 18, 19, 20. Ich hab's zwar geschummelt, aber egal. Man kann nicht zählen, ne? Nein! Hilfe! Mein Fuß! Mein Fuß steckt fest! Greif zu! Ich zieh dich raus! Komm schon! Komm schon! Kind fand keine Hilfe. Und sein Bruder ertrank in dem Rohr, im Regenwasser. Der kleine Junge, was ist aus dem geworden? Tja, ich weiß nur, er wurde den Eltern weggenommen. Ich glaube, er wurde adoptiert. Tja, sieht nach einem Sturm aus. Ich gehe lieber nach Hause. Die Frage ist, von wem? Gott, eine schreckliche Geschichte. John Shepard ertrinkt im Regen an der Hand seines Bruders. Könnte er vielleicht der Origami-Killer sein? Kommen Sie, zurück zum Wagen. Das macht jemanden zum Origami-Killer. Also ist Ethan auf jeden Fall nicht der Origami-Killer. Halt! Was ist los? Der Mann da drüben. Ja? Charles Kramer. Gottes Vater? Was will der hier? Er liegt Blumen auf John Shepherds Grab.
Chefkoch. Yay! Weil wir gut gekocht haben. Nice. Das sind Trophäen, über die ich mich freue, obwohl ich nämlich das nicht normal mache. Aber diese Platin, ich will als 50. Platin was Besonderes haben und Bloodborne wäre da ein Kandidat. Paco Mendes. Er hat die Wohnung vom Doc in der Marble Street gemietet. Ich muss aufpassen, er könnte der Killer sein. Müssen die alle so schmierig sein? Stark! Rezeptionist! Alle, mit denen sie zu tun hat, sind schmierige. Billige Art. Das haben wir noch gar nicht mehr mitbekommen. Ich bin schon zu früh hier drin. Also, ich bin raus. Wieder. Obwohl, vielleicht ist das auch die falsche Tür. Nee. Jetzt kann ich's machen. Weil zu früh hier drin. Zeit für das Sexy Girl. Bestimmt.
irgendwas? Na, für alle Fälle, man weiß ja nie. Oh, la la. Müsste Spiegelverkehr. Das rechte Beißmann ist aus mir, von mir aus gesehen links und da drücke ich dann die falsche Taste. Die linke Taste. Hey du! Also hier ist das gleiche. Ich heiße Paco. Und du? Madison. Ich bin Madison. Ah, ich stehe auf deinen Stil, Madison. Da wird mir ganz heiß unterm Kragen. Vielleicht können wir diese Unterhaltung ja fortsetzen, aber privat. Oh, klar, Baby. Ja, komm mit mir.